Jo, ich bin hier gerade in den Lienzer Dolomiten unterwegs, auf dem Weg Richtung Karlsbader Hütte. Und ich glaube, so spät wie heute war ich wirklich nur die auf einer Bergtour unterwegs, zumindest nicht auf einer langen. Ja, wir haben jetzt schon späten Vormittag, aber es ist weder Gewitter noch Regen für den Nachmittag gemeldet, also von daher kann man das auch mal machen. Ja, jetzt gibt es schon einen Hüttenzustieg. Ja, es ist mega schön hier oben und es klart gerade auch noch mal richtig auf. Und da drüben haben wir schon einen perfekten Blick auf den Klettersteig. Hier unten unter der roten Wand quält man noch durch und dann geht es eigentlich die ganze Zeit hier am Grat entlang Richtung große Sandspitze. Genau, und jetzt bin ich dann auch gleich an der Hütte und dann gibt es erstmal ein schönes Mittagessen. Also frisch gestärkt geht es jetzt weiter und genau hier geht der Zustieg hoch. Dann quert man hier noch unter der roten Wand durch und hier müsste dann irgendwo der Einstieg sein. Ja, ich stehe jetzt hier am Einstieg und habe mich gerade schon mal Klettersteig ready gemacht. Und hier am Einstieg hängt jetzt auch nochmal eine Topo. Genau, also es geht insgesamt über 5 Gipfel drüber. Schwierigkeiten sind maximal bis CD hier am Daumen. Eine Stelle glaube ich CD, ein Abschnitt RSC hier am Daumen. Sonst ist aber auch viel um B rum. Aber das Ganze ist auf jeden Fall auch ziemlich lang mit 1400 Metern Klettersteig und 600 Höhenmeter Klettersteig. Und die Tour hat halt auch insgesamt 1500 Höhenmeter, also muss man schon ein bisschen Zeit einplanen für die Tour. Und hier geht's jetzt erstmal hoch. Thank you.
Ja, ich bin dann jetzt hier am ersten richtigen Gipfel von dem Klettersteig. Das ist, glaube ich, der große Lasertskopf. Und hier sieht man jetzt schon richtig brutal den Weiterweg. Da geht es hoch auf die Galitzenköpfe oder sowas ähnliches. Und dann geht es halt hier lang weiter bis zur großen Sandspitze. Und hier sieht man richtig schön den Daumen, wo dann halt auch die CD- und C-Passagen kommen. Also so die anspruchsvollsten Stellen von dem Steig. Sieht von hier schon richtig steil aus. Sagen, es ist schon ein ganz schönes Hoch und Runter, ist ja bei 5 Gipfeln ja, die Natur der Sache, dass es halt ziemlich viel hoch und runter geht. Und jetzt kommen dann gleich die Schlüsselstellen, also Abstieg jetzt erstmal in die Scharte darunter und dann kommt der Daumen. Da geht es wirklich steil da hoch. Hier kurz vom Daumen gäbe es jetzt auch nochmal einen Notabstieg darunter, aber den brauchen wir zum Glück nicht. Ich fühle mich noch fit, Wetter ist perfekt, von daher geht es jetzt weiter.
hinter mir ist jetzt die große Sandspitze und ich glaube, man sieht es mir an, es ist richtig kalt heute. Also man merkt auf jeden Fall, dass der Sommer endet. Hier hat man jetzt nochmal einen richtig guten Blick auf die komplette Route. Da ging der Anstieg hoch, dann Zustieg noch hier querend den Hang. Dann ging hier der Klettersteig los auf die Lasertsköpfe, dann weiter auf die Galitzenköpfe und dann hier runter und weiter hoch auf den Daumen und dann vom Daumen eben auf den Gipfel von der Sandspitze. Also von den Schwierigkeiten her war der Daumen jetzt doch nicht so dramatisch, wie es von weiter weg aussah. Also ist ja oft so, wenn man dann drin ist, dass es doch nicht ganz so steil sich anfühlt. Also wenn man schon mal CD-Stellen gemacht hat, dann ist das Ding auf jeden Fall machbar. Ist halt nur extrem lang, also geht halt viel hoch und runter. Ist eine lange Tour, viel Klettersteig, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also das Panorama ist auf jeden Fall brutal. Sieht man ja, denke ich, auf jeden Fall auf den Aufnahmen. Und genau, dann geht es jetzt gleich nur noch an den Abstieg und zurück zum Auto.